Erste Inbetriebnahme XIA 207. Dieses gilt auch für das Modell XIA 177. Wir geben der Kasse zuerst Strom, tätigen. Hier kann man die Passworte vergeben. Während der Zeit des Programmierens würde ich diese Passworte alle auf 0 lassen. Hier an dieser Stelle kann man bereits das Logo einfügen. Mit der Minus-Del-Taste können wir das eingegebene löschen. Über die 10er-Tastatur wird wie an einem Handy mit Mehrfachdrücken der Tasten die Buchstaben eingegeben. Wenn man sich vertippt hat, kann man mit Del und der Taste Fangmenü Pfeil links dieses berichtigen. Mit Pfeil nach unten könnte man in die nächsten Zeilen gehen. Mit TLNS wird die Programmierung abgeschlossen. Vorbereiten der C-Karte in der Kasse. Wir legen vorne rechts die Karte ein. Wir begeben uns zum SD-Kartenmodus. Mode, Pfeil nach unten auf Punkt Nummer 7 mit TL bestätigen. Wir gehen auf Ordnerwahl und drücken die TLNS-Taste. Ordner anlegen. An dieser Stelle könnte man jetzt einen Namen tippen, der aus Buchstaben besteht. Durch zweimal Drücken der Texttaste sieht man hier eine 1. Jetzt werden Zahlen geschrieben. Den Namen bestätigen wir mit der TLNS-Taste. Und wir wollen wirklich anlegen. Jetzt wählen wir den Ordner aus, den wir eben angelegt haben und bestätigen das mit TLNS. Jetzt ist der Ordner ausgewählt. Einstellung der Warengruppentasten, Belegung mit Text und Mehrwertsteuer. Mode. Punkt Nummer 6 PGM-Modus, Punkt Nummer 2 Einstellungen, Warengruppenartikel mit TLNS bestätigen, Warengruppen mit TLNS bestätigen. Wir nehmen jetzt die Warengruppe 1 mit TLNS bestätigen. Wir werden keinen Preis eingeben, wir werden aber einen Text eingeben. Löschen mit der Del-Taste. Jetzt gebe ich über die 10er-Tastatur wie an einem Handy mit Mehrfachdrücken die Buchstaben ein. Wenn derselbe Buchstabe sich untereinander befindet, muss ich dann mit dieser Taste Pfeil rechts eine Position nach rechts gehen. Tabak ist 19%, also Mehrwertsteuer 1. Durch Drücken von TLNS kommen wir in die zweite Warengruppe. Sehen Warengruppe 2
ganz oben auch die 2. Der Presse weisen wir über die Punktteste die Mehrwertsteuer 2 zu 7%. Zum Abschluss TLNS drücken und mit der Cancel Escape-Taste herausgehen. Artikelprogrammierung. Modus runter bis Punkt Nummer 6, PGM-Modus. Punkt 2, Einstellungen, Warengruppenartikel, Artikel. Ich nehme den Artikel 2, den ich auf 90 Cent setze und den Text Bild vergebe. Da das ein Presseartikel ist, soll er mit 7% abgerechnet werden, also muss ich ihn an die vorhin programmierte Warengruppe 2 hängen. Zum Abschluss der Programmierung TL drücken. Ich befinde mich jetzt an Artikel 3, den ich nicht verändern will, danach wieder Escape Cancel, bis ich Gesamt sehe. Zum Tagesbeginn an der Kasse. An dieser Kasse muss das Wechselgeld, also der Wechselgeldbestand, morgens eingebucht werden. Mode OPXZ Wechselgeld Plus. Jetzt den Wechselgeldbetrag eingeben und mit der TLNS-Taste bestätigen. Danach mit der Cancel Escape-Taste auf Gesamt zurückgehen. Kassiervorgang über offenen Preis mit Warengruppeneingabe. Betrag, Warengruppe. Betrag, Warengruppe. Wir sehen jetzt die Gesamtsumme, die der Kunde bezahlen muss. Wir können jetzt direkt den gegebenen Betrag eingeben. Diesen hat er in bar gegeben, das bestätigen wir mit der TLNS-Taste. Jetzt sehen wir auf dem Bildschirm den Wechselgeldbetrag. Buchung von Artikel PLU direkt. Artikelnummer eingeben und PLU-Subtaste drücken. Artikelnummer PLU-Sub. Auf dem Bild erscheint, was man gebucht hat. Wir sehen den Gesamtbetrag 10,90. Jetzt können wir den Betrag eingeben, den der Kunde uns gibt. Er hat es in bar gegeben, TLNS. Auf dem Bildschirm erscheint das Wechselgeld. Buchung mit direkter Korrektur. Wir buchen einen Betrag und stellen fest, wir wollten gar nicht 1 Euro Tabak buchen, wir wollten 10 Euro buchen. Mit der Pfeiltaste auf die falsche Buchung gehen und mit der liegenden 8 der Storno-Taste diese Buchung entfernen. Sie sehen das V für Storno wird angezeigt. Dieses wird auch auf dem E-Journal vermerkt. Wir können jetzt die richtige Buchung ausführen.
Auf dem Ausdruck ist die Stornobuchung vorhanden. Buchung mit Korrektur einer vorhergehenden Buchung ohne Zwischenabschluss. Jetzt erinnere ich mich, dass 1 Euro zu wenig war für den Tabak. Dann kann ich über die Pfeiltaste auf den falsch gebuchten Tabak gehen, die Buchung mit der liegenden 8 Storno-Taste weglöschen und meine richtige Buchung nachmachen. Auf dem Ausdruck sehen wir die Stornierung. Vorgehensweise zum Abschluss des Tages. Zuerst muss ich das Wechselgeld wieder ausbuchen. Mod OPXZ Wechselgeld minus. Jetzt öffnet sich die Kasse. Ich buche mein Wechselgeld wieder aus. Dann kommt der normale Tagesbericht. Mod X1Z1 Nullstellungen Bedienermenü Alle Bediener. Danach einmal die Escape-Taste auf Allgemein und den allgemeinen Bericht ziehen. Jetzt zeigt die Kasse SD-Kartenzugriff. Während die Kasse SD-Kartenzugriff zeigt, der Ausdruck rauskommt und wieder SD-Kartenzugriff zeigt, darf die Kasse nicht berührt werden, da sonst der Z-Bericht abgebrochen wird. Jetzt drücken wir die Cancel-Escape-Taste, bis wir wieder gesandt sehen.